Maxi-Bonsai zu ziehen ist schon etwas komplizierter. Zum einen langwieriger. Du musst die Triebe entsprechend runterbinden, anflocken oder auch mit Bambusstäben seitlich nach außen drücken, damit die Grundform erstmal entsteht. Das dauert halt viele Jahre, bis sich dann auch die Plateaus entsprechend bestocken. Bei dieser Form habe ich einen Buchsbaum gewählt und werde das jetzt wieder so schneiden, dass oben kleinere Plateaus sind und unten die großen lagernden Formen entsprechend größer, elliptisch, oben abgeflacht. Für Bonsais eignen sich verschiedene Gehölze, zum Beispiel auch kleinblättrige Ilex-Arten, die haben solch kleine Blätter wie der Buchsbaum. Es gehen auch Wacholder, Lebensbäume, andere Pflanzen, die innen verkahlt sind und wo man dann halt diese Plateaus ausformen kann. Ich schneide hier mit einer Akkuschere, es geht natürlich auch eine Handschere, aber hier schaffe ich halt so mehr Fläche. Und achte einfach mal darauf, dass du immer verschiedene Höhen von den Plateaus anordnest. Dadurch wirkt das Ganze spannungsreicher. Schneide zunächst die Plateaus erstmal grob aus und nehme mir dann anschließend mehr Zeit für die Feinheiten. Verschiedenen Perspektiven beobachtet, sieht man immer noch Unebenheiten, Stellen, Linien, die nicht zusammenpassen. Da kann man immer noch mal nachschneiden. Aber so bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Es wird auch schon langsam dunkel. Das soll's gewesen sein.